24. Juni. Endlich haben wir ein neues Schiff. Ein prachtvolles, majestätisches Schiff mit Rettungsringen aus purem Gold. 26. Juni. Manchmal hasse ich diesen Piratenjob. Immerzu kneift die Augenklappe und zwickt das Holzbein. Und die Crew regt mich auch auf. 29. Juni. Heute ist mein Geburtstag. Die Crew schenkte mir eine ausgestopfte Taube. Sie wollen sich scheinbar über mich lustig machen. 1. August. Irgendjemand hat heute Pfeffer in meine Augenklappe gestreut. Das nächste Mal werde ich hart durchgreifen. 3. August. Ich habe 3 Matrosen hinrichten lassen, um ein Exempel zu statuieren. Die anderen werden sich keine Späße mehr erlauben. 5. August. Die Mannschaft zieht trotz allem hinter meinem Rücken weiter über mich her. Ich weiß nicht, wie ich sie bestrafen soll. Ich werde es wohl an den 2 neuen Sklaven auslassen, die wir heute gefangen haben. Hoppla, hier liegt eine Postkarte drin. Eine Postkarte aus Kalimari. Lieber LJ, es ist sehr schön hier, das Wetter ist gut, das Essen ebenfalls. Gehen heute an den Strand. Gezeichnet Klaus G. Störter Becker. Oh. PS, diese Karte ist eine herrliche Aufnahme der Bucht, oder? Entschuldigung? Ja? Ich dachte, du möchtest vielleicht diese Augenklappe haben. Oh, danke. Du kannst dafür meine Sonnenbrille bekommen. Er lehnt sich sehr weit über die Reling hinaus. Der kleinste Windhauch würde ihn jetzt über Bord werfen. Ah! Vergiss nicht mal zu schreiben. Ich hebe besser auch den Hammer mit auf. Hey, Muskelprotz! Halt's Maul, Dummkopf. Ich bin mir sicher, dass du zum A-Team gehörst. Das kann nicht sein, ich bin getarnt. Also halt's Maul, Dummkopf. Du solltest wirklich lernen, dich mehr zu entspannen. Die Aufregung ist nicht gut für deinen Blutdruck. Hey, Muskelprotz! Halt's Maul, Dummkopf. Du hast nicht zufällig einen Schneidbrenner zur Hand, oder? Und wenn es so wäre, Dummkopf? Kann ich ihn mir ausleihen? Ich habe kein Feuer, um ihn zu entzünden. Sonst hätte ich mich schon selbst befreit. Ich glaube, ich weiß, wo ich welches finden kann. Na gut, Dummkopf. Aber wehe, du bringst ihn nicht zurück, dann...
Wir sollten versuchen, uns auf das Spiel zu konzentrieren, okay? An einem Ende klebt eine Postkarte. Clever, was? Ich sollte es zuerst aufheben. Die Hängematte ist im Weg. Er scheint betrunken zu sein. Der Steuermann könnte bemerken, dass er fehlt. Und ich müsste dann einen Witz über Polygone reißen. Was ist das? Ein Pentium-Papagei. Ein was? Ein brandneues Modell. Er hat alle neuen Features. Federnbus, Schnabel-Controller, Anti-Mausern-System. Ein Wunderwerk der modernen Technik. Aber wir haben doch gerade erst den alten bekommen. Man muss eben mit der Zeit gehen, oder? Nun, ich schätze schon. Aber warum hängt der so schlapp da? Ich muss erst noch sein BIOS einrichten. Na schön. Es hat funktioniert. Wir drehen um. Nun muss ich nur noch das Bett vollfinden. Wo denkst du, willst du gerade hin? Ich überprüfe nur diese Tür, Captain. Halte dich von ihr fern, sonst. Null Problemo. Gut.